Yo Fans, willkommen zu einer kleinen weiteren Folge der Road to Jump Pro Serie auf meinem Kanal. Und heute spielen wir mal wieder Jump League, denn endlich ist ja der Bug wohl gefixt. Weshalb ich ja in letzter Zeit auch nicht mehr in meinen Streams das leider das gespielt habe. Und ja, es gab halt diesen Bug, dass man, also es gab so ein Modul, das ist halt neu, ist alles schön und gut, aber man konnte es leider nicht beenden, weil dann Block gefehlt hat. Und der Bug soll jetzt behoben sein. Ich hoffe es mal sehr, denn gerade dieser Bug ist es entschuldigt, dass ich ihn in letzter Zeit halt kein Jump League mehr gespielt habe, obwohl es mir halt schon extrem viel Spaß macht, das wisst ihr ja. So, und deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir das hier irgendwie auch trotzdem gut hinkriegen. Okay, perfekt. Denn man kann natürlich sagen, was man will, aber für mich ist Jump League immer noch anspruchsvoller als nee, jetzt habe ich gerade einen Helm weggeschmissen. Ja, geil. Okay, also für mich ist Jump League auf jeden Fall noch immer ansprechender als Try Jump, denn Try Jump ist halt einfach ein bisschen zu einfach, meiner Meinung nach. Das ist halt nicht wirklich eine riesen Herausforderung, da irgendwie was zu können, also das zu gewinnen, weil die Jumps, die gehen halt schon relativ schnell fertig, so, und deswegen bin ich halt trotzdem eher so ein bisschen der Fan von Try Jump. Ich meine, klar, ich finde auch von Jump League, ich meine, klar, ich finde Try Jump richtig nice, sonst wäre es ja nicht mit drin in der Jump League Serie, in der Jump-Serie, aber trotzdem muss ich gleichzeitig halt auch sagen, gefällt mir oder spricht mich hier Jump League mehr an, einfach aus diesem einfachen Grund halt, dass man halt wirklich viel einfacher hier, also es hier viel schwerer hat und man hier dann wenigstens auch weiß, dass man für seine Leistung so gesehen einen Lohn bekommen hat und nicht irgendwie so. Ja, man kann es halt, positiv und negativ sehen mit dem Verbessern. Also ich sehe es auf der einen Seite positiv, aber ich sehe es auch negativ, denn klar ist es dadurch dann einfacher für Leute, die vielleicht nicht jumpen können, aber für gleichzeitig Leute wie mich, die schon einigermaßen wenig jumpen können und dann halt bei so einem Jump verkacken, die wollen das dann halt auch irgendwie schaffen und nicht erst, wenn es vereinfacht ist. Deswegen fände ich das vielleicht auch cool, dass man, ich meine, bei mir ist es ja öfters so, ich schaffe ja auch hier Module erst beim zweiten, dritten Mal, obwohl sie gar nicht so schwer sind, weil irgendwie auf einmal meine Tastatur wackt oder sonstiges. Deswegen fände ich es da vielleicht ganz cool, wenn man dort bei Try Jump auswählen könnte, ob man denn möchte, dass die zurückgesetzt werden oder vereinfacht. Zumindest, wenn es vielleicht um, keine Ahnung, wenn es irgendwie darum geht, dass man, ja, keine Ahnung, dass man jetzt die einfachen Module, die sind bei mir andauernd, irgendwie muss ich die neu starten schon in den Streams und sowas, weil irgendwie meine Tastatur gebuggt hat, weil ich einfach nicht gesprungen bin. Wenn es sowas ist, dann finde ich, sollte man einfach mal versuchen, so ein bisschen auszustellen, dass man da die vereinfacht bekommt, weil die sollte jeder auch so hinkriegen und sowas irgendwie, oder zumindest, dass man entscheiden kann, ob sie vereinfacht werden oder nicht. Denn ich würde sie gerne nicht vereinfacht haben, aber habe sie öfters mal vereinfacht durch irgendwelche Fehler. So, und weiterhin wird natürlich auch das Hauptaugenmerk erstmal auf Jump League stehen, weil gleichzeitig finden, also ich finde es auch richtig cool, wollt ihr ja auch hier Try Jump, aber man muss auch gleichzeitig sagen, ist halt auch irgendwie Jump League einfach ein bisschen anspruchsvoller, weil klar, Try Jump ist cooler, was so das Deathmatch angeht, finde ich, weil halt einfach man sich selber die Sachen kaufen kann und nicht am Ende damit keine Ahnung was steht und gegen keine Ahnung was kämpft, während man viel weiter kam zum Beispiel. Aber, na, schafft man den wohl? Ja, schafft man. Aber gleichzeitig ist es halt auch so, dass man bei Tri-Jump halt viel zu schnell Coins bekommt, so gesehen, und dann alle da hängen mit solchen Equipment. Und das ist dann halt auch irgendwie blöd. Und das Jumpen finde ich halt einfach auf Jump League Seite besser. Deswegen wird das wahrscheinlich öfter kommen.
zumindest hier in Road to Jump League Pro. Ich wollte es euch nur nochmal sagen. Ich sage auch andauernd Road to Jump League Pro anstatt Road to Jump Pro. Einfach weil ich es halt noch gewohnt bin. Das wird sich auch noch mit der Zeit richten. Nur so als kleine Information. Das ist nicht beabsichtigt. Das ist einfach nur so, man hat halt jetzt dieses Road to Jump League Pro 20 Folgen lang gemacht und auf einmal heißt es Road to Jump Pro. Ist halt auch schon irgendwie komisch für die Person. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, das gibt's nicht, Alter. Verdammt, okay. Aber wir sind schon mit relativ weit. Wir sind auch schon wieder Modul 8. Und das meine ich. Modul 8 bei Try Jump ist so gefühlt gar nichts. Und da gibt's auch nur 10 Module. Und hier ist es einfach richtig gut, wenn man so weit kommt. So. Alles klar. Noch cooler wäre es und noch besser wäre es natürlich, wenn man es dann auch schafft. So. Okay. Alles klar. Okay. So, und das war so ein bisschen das dazu. Dazu muss ich auch sagen, finde ich es richtig cool, dass Jump League eigentlich ab 5000 Followern den Jump League, den Playmonity Server Rang Premium Plus vergibt. Also, das macht halt Playmonity, die vergeben dann Premium Plus. Ist so wie Premium Plus auf GOM, soweit ich weiß. Und das vergeben die halt, sobald man 5000 Twitch-Follower hat, auch schon hat. Leider reicht mein Content aber nicht dafür aus, um den zu bekommen, weil ich in letzter Zeit in Streams halt nur noch Tri-Jump gespielt habe. Und ja, das ist halt darauf zurückzuführen, dass hier dieser Bug war. Sonst habe ich das ja immer relativ oft gespielt, Streams, finde ich. Oder zumindest einigermaßen okay. Deswegen könnte es sein, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt wieder das hier öfter spiele, irgendwann hier Premium Plus habe. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Aber ich lasse mich da dann überraschen. So, und wir haben eigentlich eine ganz gute Ausrüstung. Ja, ganz nice. So. Und schon mal so, da zählt nicht mit drin, wie aktiv ich das auf YouTube kriege, weil das ist ja ein Twitch-Rang. Deswegen könnt ihr euch sicher sein, dass das hier mit der Road to Jump League, Road to Jump Serie deswegen halt einfach mehr kommt, weil es halt auch einfach in meinen Augen mehr bringt für so eine Road to Jump Serie. Road to Jump Pro Serie. Bringt es halt einfach in meinen Augen mehr. So. Alter, was ist denn hier heute los? Was vergeben die denn hier für Hits? Alles klar. Ja, na, natürlich. Natürlich werde ich jetzt noch abgestoppt. Ja, warum auch nicht? Gott. Okay, sehr nice. Haben wir wenigstens mal ein paar Kills gemacht, aber werden wir einfach mal rausgeschmissen. Sie verlässt jetzt einfach mal das Spiel. Ja, warum auch nicht? So. Und ich hoffe einfach, dass wir hier irgendwo was kriegen. Und da ist nochmal Pose, aber Team nie. Ey, die Team doch. Alter. Als ob, Alter. Als ob einfach. Als ob die einfach Team. Als ob die halt einfach geteamt haben. Als ob. Als ob die einfach Team, Alter. Okay, alles klar. Weiß man ja Bescheid. So. Okay, also. Luplex mal aufpassen mit Pace YouTube. So. Weil ich bin ja nicht in Teams erlaubt drin. Und die Team einfach alles klar. Warum auch nicht? So. Und es kam zumindest gerade vor wie Teaming. Ich weiß nicht. Was sagt ihr denn dazu? Das sah meiner Meinung nach extrem wie Teaming aus. Weil irgendwie ist der Typ halt auch dann nur auf mich gegangen, obwohl neben ihm ein schlechter Equip war, den er locker hätte killen können. Okay, wo sind die denn? So, da ist noch einer, okay. Dann holen wir uns den nochmal, das ist wieder Luplex. Ja, Luplex, komm her. So, Luplex, ne, dein Mate ist ja down, ja. Und jetzt willst du, oh. Ja, alles klar. Verdammt, okay. Fall daneben gehittet. Okay. Und dadurch hat der jetzt wieder einen Fall wahrscheinlich. Alles klar, da kommt noch einer. Alles klar. Okay, okay, okay. So, Daisor. Der hat noch 3 Leben, Alter. Oh mein Gott.
Der kommt mir aber auch irgendwie komisch vor, aber egal, okay, alles klar. Hat ja, hat der natürlich mit 3 Leben direkt gewonnen, aber irgendwie kam der mir beim ersten Kill schon relativ komisch vor. Aber gut, ich will ihm da nichts unterstellen. Kann auch sein, dass ich einfach vom Ping her heute nicht ganz so gut war und er einfach unglaublich gut. Ja, werde ich auf jeden Fall trotzdem vielleicht mal zum Überprüfen abschicken. Aber gut, Leute, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wie gesagt, Road to Jump Pro wird natürlich weiterhin ein bisschen mehr Jump League sein, einfach aus dem Grund, weil Jump League meiner Meinung nach um einiges mehr anspruchsvoller Jumps hat. Und ja, klar, Tri-Jump ist ganz cool, aber auch nur im DM, finde ich. Und sonst ist Tri-Jump halt schon, naja, nicht ganz so anspruchsvoll, was die Jumps angeht, wie vielleicht... hier Jump League, denn das kann man allein daran sehen. Guckt euch einfach Try Jump Hard R2D2 an. Das ist schon Jump. Das ist easy bei Jump League. Und Extreme Bibliothek ist sowas, was bei Dings halt hart ist. Und deswegen, das finde ich halt, ja, nicht ganz so nice, dass da dann sowas dann ist, und deswegen will ich halt auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Jump League natürlich bringen in der Serie, die Road to Jump Pro heißt. Oh mein Gott, jetzt kriege ich noch Schock auf. Okay, alles klar, das muss es jetzt gewesen sein. Und ja, ihr könnt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch findet, dass die Tri-Jump-Folgen, also die Tri-Jump-Module eher ein bisschen einfach sind, ein bisschen zu einfach vielleicht. Und damit dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.